Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie ist die größte Herausforderung unserer Generation, und sie ist in allererster Linie eine Gesundheitskrise. Ich wende mich deshalb an dieser Stelle auch im Namen der Bundesregierung noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Wir haben Maßnahmen ergriffen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wir haben unser Gesundheitssystem ertüchtigt. Aber alle Maßnahmen des Staates werden nicht ausreichen, wenn in dieser Zeit, und das sage ich angesichts auch steigender Infektionszahlen vom heutigen Tag, nicht alle Bürgerinnen und Bürger ihr Möglichstes tun, um mitzuhelfen, die Gesundheit ihrer Mitmenschen und ihre eigene Gesundheit zu schützen. Und dazu gehört es, sich an die bekannten Regeln zu halten, aber eben auch, wo immer es verantwortbar und möglich ist, soziale Kontakte zu unterbrechen. Wir müssen und wir werden, meine Damen und Herren, alles tun, was staatlich möglich ist, um dieses Land in schwierigen Zeiten durch diese Gesundheitskrise zu führen. Ich weiß aber gleichzeitig, und das sage ich auch an die Adresse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, dass viele Menschen angesichts der Tatsache, dass die Corona-Krise nicht nur eine Gesundheitskrise ist, sondern infolge eine Weltwirtschaftskrise da ist, sich wirtschaftlich und sozial Sorgen machen. Und ich will Ihnen deshalb versichern, dass die Bundesregierung, dass auch dieser Deutsche Bundestag alles, was in unseren Möglichkeiten steht, tut, um neben den Ängsten, die Menschen um ihre Gesundheit und die ihre Angehörigen hat, ihnen Sorgen um die wirtschaftlichen und sozialen Nöte von den Schultern zu nehmen. Das, was wir machen, meine Damen und Herren, ist genau das. Unsere soziale Marktwirtschaft und unser Sozialstaat mit seinen starken Ressourcen sind, wie in keinem anderen Land der Welt, ein starkes Schutzschild für die Menschen, und darauf ist in der Krise Verlass und, meine Damen und Herren, auch darüber hinaus. Ich war kürzlich zu Gast, digital, auf einer Konferenz einer amerikanischen Universität, und da machten in den USA inzwischen ein deutscher Begriff Karriere, wie früher der schöne Begriff Kindergarten, ein Lehnwort im Amerikanischen geworden ist, ist The Kurzarbeitergeld inzwischen auch im amerikanischen Diskurs angekommen. Ein sperriges Wort, zugegebenermaßen, aber ein wirksames Konzept. Meine Damen und Herren, mit den Instrumenten und Mitteln der Kurzarbeit ist es infolge der Krise am Arbeitsmarkt gelungen, die Folgen dieser tiefsten Wirtschaftskrise unserer Generation am Arbeitsmarkt unter Kontrolle zu bringen. Die Arbeitslosenquote, ja, liegt auch in Deutschland bei 6%. Sie ist damit um 1,2% mehr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aber wir wissen, dass wir, wie wenige Staaten auf der Welt, auch mit den Instrumenten der Kurzarbeit vor allen Dingen eins getan haben, nämlich Arbeitsplätze in der Krise zu sichern. Ich sage an dieser Stelle sehr deutlich, die Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Während der ersten Welle im April waren ca. 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in Kurzarbeit. Das entspricht sage und schreibe 18% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland. Nach aktuellen Zahlen, die letzt abgerechneten sind aus dem August, waren immerhin noch 2,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Aber wir haben in den letzten Tagen zu registrieren, dass die Anzeigen in dieser Herbst- und Winterzeit in der Pandemie wieder steigen. Ich bin deshalb froh und dankbar, dass wir heute mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz weitere pandemiebedingte Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres 2021 rechtzeitig verlängern und weitere Anreize für Qualifizierung während der Kurzarbeit schaffen. Die Krise ist noch nicht vorbei. Und deshalb ist es gut und richtig, und meine Bitte an Sie als Parlamentarier ist das heute auch zu beschließen, dass wir diese wichtige Brücke der Kurzarbeit in das Jahr 2021 verlängern. Ich sage an dieser Stelle auch sehr deutlich, keine Frage, die Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer. Wir haben alleine in diesem Jahr ungefähr schon 18 Milliarden Euro eingesetzt für das Instrument der Kurzarbeit. Aber die Gewöhnung an Massenarbeitslosigkeit wäre finanziell und sozial für dieses Land ungemein teurer. Es ist gut investiertes Geld in diesem Land. Und es hilft auch zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Es ist nicht nur gut für die Beschäftigten und für die Unternehmen, sondern es ist gut für unsere gesamte Volkswirtschaft, dass wir dieses Instrument haben. Und es ist auch gut für die Unternehmen in diesem Land, meine Damen und Herren. Denn wir werden diese Krise überwinden. Und dann ist es gut, dass die Wirtschaft mit guten Fachkräften auch wieder durchstarten kann. Deshalb geht an dieser Stelle mein Appell auch an die Unternehmen in Deutschland. Nutzen Sie, wenn es notwendig ist, dieses Instrument. Es ist besser, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit.
Sie werden die Fachkräfte in ihren Branchen nach der Krise brauchen. Deshalb ist das Gebot der Stunde für die Unternehmerinnen und Unternehmer, für die Unternehmen in Deutschland in diesen schwierigen Zeiten, alles zu tun, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden gegenüber ihren Beschäftigten, aber auch im Interesse unternehmerischer Vernunft besser die Leute jetzt an Bord halten, als sie massenhaft zu entlassen. Wir helfen Ihnen als Staat, aber nutzen Sie das Instrument auch, meine Damen und Herren. Und mein Appell an die Unternehmen in diesem Land ist auch, da, wo wir erleben, dass diese Corona-Pandemie den Strukturwandel von Wirtschaft und Arbeitswelt beschleunigt, wo immer es möglich ist, Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden. Wir setzen dafür Anreize. Wir haben weitere Instrumente in dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz geschaffen, um vor allen Dingen kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch großen, zu helfen, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Was ich nicht erleben will, ist, dass nach der Krise, nach Massenentlassungen, dann über Fachkräftemangel gejammert wird. Und deshalb ist es notwendig, jetzt auszubilden, trotz und gerade in dieser Krise. Aber es ist auch notwendig, wo immer es geht, weiterzubilden, damit wir die Fachkräfte von morgen auch zur Verfügung haben. Wir haben doch in den 20er Jahren einen großen demografischen Wandel am Arbeitsmarkt. Wir haben den digitalen Wandel. Wir haben den ökologischen Wandel unserer Industriegesellschaft vor der Brust. Das in kürzerer Zeit. Und deshalb ist es richtig, jetzt Kurzarbeit mit Weiterbildung zu verbinden. Meine Damen und Herren, abschließend. Ich habe mich an die Bevölkerung gewandt, an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die Unternehmen. Ich möchte mich einmal zum Schluss auch an die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter wenden. Das, meine Damen und Herren, sind Menschen, die Unglaubliches leisten, und zwar seit längerer Zeit, und die weiter gefordert sind. Im Namen der Bundesregierung und ich denke auch im Namen der meisten Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die bedanken, die jetzt den Unternehmen und den Beschäftigten in den Jobcentern und bei der Bundesagentur helfen. Das sind Leute, die wirklich Großes leisten und die zeigen, dass in diesem Land die Menschen sich in schwierigen Zeiten auf unseren Sozialstaat, in unserer Demokratie verlassen können. Ganz herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Martin Siechert, AfD.